Hilf mir doch, Herr. Was soll ich denn der Mutter Oberin sagen? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Schwester Lotte, da ist ein Rechtsanwalt aus München, der Sie sprechen möchte. Schau mal, wer da kommt. Hallo, Herr Bachmann. Oh, hallo. Sie wollen sicherlich die kleine Elisabeth besuchen. Das auch. Aber eigentlich wollte ich zu Frau Selenius. Kann ich Sie kurz sprechen? Ja. Mich müssen Sie leider entschuldigen. Ich habe Besuch. Bitte, bitte. Ich bin in einer kleinen Klemme. Um 13 Uhr geht mein Flieger nach Berlin. Und die Frau, die normalerweise auf die Kinder aufpasst, naja, die hat die Grippe erwischt. Bitte schön. Oh, vielen Dank, aber schön haben Sie es hier. Danke. Also, wenn Sie mal einen tüchtigen Makler brauchen, ich biete mich an. Ja, die Renovierung ist längst überfällig. Wenn Sie wüssten, was das kostet, bitte setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Um was geht es denn? Ich bin im Auftrag eines Klienten in den USA tätig. Das heißt, mein Auftraggeber ist die Kanzlei des Klienten, der in der Zwischenzeit verstorben ist und ein beträchtliches Vermögen hinterlassen hat. Ich bin auf der Suche nach der einzigen Erbin oder deren Nachkommen. Kennen Sie diese Frau? Anna Ambesser. Nein. Wie lange sind Sie denn weg? Morgen Abend bin ich wieder zurück und vormittags sind die beiden ja in der Schule. Aber dann, naja, Rebecca ist schon sehr selbstständig und kann auch kochen, aber Jakob... Nein, ehrlich, das ist überhaupt kein Problem. Wegen meinem Baby bin ich ja sowieso wie angebunden. Da bin ich aber erleichtert. Ich habe das Gästebett neu bezogen und eine Liste gemacht, was so alles anfällt. Morgen haben die beiden Termine beim Kieferorthopäden. Da drücken sie sich gerne. Kriegt die das schon hin? Frau Ambesser war bis vor rund 14 Jahren in Kaltental polizeilich gemeldet, aber dann ist die spurlos verschwunden. Und dummerweise ist auch im Archiv im Rathaus nichts zu finden. Wobei sich der Herr Bürgermeister nicht gerade sehr kooperativ zeigte. Jedenfalls meinte seine Sekretärin, dass Frau Ambesser hier im Kloster gearbeitet hat. Als Laienschwester. Sie hatte sie als Religionslehrerin. Das ist lange vor meiner Zeit, es tut mir leid. Tja, schade, da kann man nichts machen. Falls die Erbin nämlich nicht aufzufinden ist oder in der Zwischenzeit verstorben sein sollte, dann geht das ganze Vermögen an die Gemeinde Kaltental. Um welche Summe handelt es sich, wenn ich fragen darf? Rund 9 Millionen. Und eine Immobilie in Kaltental, das Elternhaus. Er hat es vor 4 Jahren gekauft, das Sentimentalität nehme ich an. Moment, könnte ich vielleicht noch mal das Foto und die Daten sehen? Ja, ja. Vielleicht weiß Schwester Felicitas etwas darüber. Sie ist am längsten hier. Leider hat sie die Grippe erwischt und sie liegt oben im Bett. Aber wenn Sie einen Moment Geduld haben? Ja, selbstverständlich. Kommen Sie doch mit. Wie meinst du da wohnen? Na, bei ihm im Gästezimmer, bis er wieder zurückkommt aus Berlin. Das ist doch der älteste Trick der Welt. Der sucht nur eine billige Aufpasserin für seine Kinder und eine Haushälterin für sich selber. Ach, Sophia, so ehrlich. Sophie soll Ihnen die Kapelle zeigen, das ist wirklich sehenswert. Vor allen Dingen das alte Bild unserer Schutzpatronin, der heiligen Magdalena. Ich bin gleich wieder da. Geh ruhig, ich komme schon klar. Hier lang bitte. So, Süße. Bequem? Ja? Du bist ja auf. Ich kann das nicht, den ganzen Tag im Bett liegen. Außerdem hätte ich mal gerne was zum Frühstück. Sag mal, Lotte, wer ist denn dieser Mann da unten mit dem Protzauto? Ein Anwalt. Von Wöller? Kennst du diese Frau hier? Ja, sicher, das ist doch die Anna. Sehr gut. Und weißt du, was aus ihr geworden ist, nachdem sie von hier weg ist? Warum? Das erzähle ich dir ein andermal. Also...
Ach, Lotte, das war ja eine tragische Geschichte. Sie war Laienschwester bei uns und dann hat sie ein Kind gekriegt, von wem hat sie uns nie gesagt. Und ich habe damals schon in der Klinik gearbeitet und war bei der Geburt dabei. Ein Kind? Ja, ein Mädchen. Sie hat es weggegeben. Es hat ihr fast das Herz gebrochen. Naja, damals war das ja auch alles noch nicht so locker wie heute. Und dann? Ja, dann ist sie weg nach Jugoslawien, glaube ich. Man hat da was gemunkelt von einem anderen Mann. Nach Jugoslawien? Ja, oder Rumänien. Da bin ich mir nicht sicher. Es kann auch was anderes gewesen sein. Also jedenfalls war ihr neuer Freund ein Ausländer. Das hilft uns nun leider auch nicht weiter. Das Kind, weißt du, wer das adoptiert hat? Adoptiert wurde das nicht. Es wurde zu Pflegeeltern gebracht, vorerst. Aber wenn du willst, vielleicht sind ja in der Klinik noch die Unterlagen. Oder die Geburtsurkunde müsste doch im Rathaus sein. Danke. Ich lasse dir von Abend sein Frühstück hochbringen. Du gehst mal besser ins Bett, das hört sich ja schrecklich an. Sag mal, Lotte, wer ist denn der Mann, mit dem Barbara da rummacht? Felicitas, das geht uns nichts an. Nicht mal dich. Ja, mich geht ja überhaupt nichts an. Ach, das hilft immer noch am besten. Ich weiß nicht, ob Ihnen das weiterhilft, aber Barmbesser muss wohl ausgewandert sein. Meine Mitschwester meint entweder nach Jugoslawien oder nach Rumänien. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Aha. Frau Ambesser hat kurz bevor sie Kaltental verließ, einer Tochter das Leben geschenkt, die hier in der Klinik geboren wurde und zu Pflegeeltern kam. So einfach ist das nicht, nach 14 Jahren die Pflegeeltern zu finden. Ja, jedenfalls vielen Dank. Und falls Sie noch etwas herausfinden sollten, meine Nummern, ich bin immer zu erreichen. Aber Sie werden doch jetzt nicht etwa aufgeben. Ich meine, das wäre doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn das Kind leer ausginge. Und 9 Millionen, die dann in unser Rathaus fließen und in irgendwelchen Kanälen versickern, das muss man doch verhindern. Ich tue, was ich kann. Wir hören voneinander. Auf Wiedersehen und nochmals vielen Dank. Bitte. 9 Millionen für Wöller. Ja, das hat er sich so gedacht. Kein Wunder, dass er sich dumm stellt und die Akte nicht aufzufinden ist. Aber da hat er die Rechnung ohne mich gemacht. Ich werde das Mädchen finden. Irgendwie. Bring doch bitte Felicitas das Frühstück hoch. Und wenn die Mutter Oberin sich meldet, sage ich, rufe sie im Laufe des Tages zurück. Wo sind Sie denn? Im Rathaus natürlich. Jetzt reden Sie doch keinen Stuss mehr, ja? Was soll das sonst sein? Ketchup, Marmelade, das ist Blut. Das, was Sie gerade aufnehmen in Ihre Tüte, das sind doch eindeutig Katzenhaare. Ja? Sind das Katzenhaare oder nicht? Ach, das kann alles Mögliche sein. Also mir gefällt Ihre Einstellung zu diesem Fall nicht, Herr Meier. Ja? Und in Anbetracht Ihrer Situation, was die Planstelle auf Ihrer Dienststelle anbelangt, würde ich an Ihrer Stelle etwas mehr Begeisterung an den Tag legen. Das geht so. Ja? Und dann kratzen Sie hier alles zusammen und geben Sie es in Ihr Labor. Lassen Sie es genetisch untersuchen und vergleichen diese Haarprobe mit der Haarprobe von dem Stuhl oben in meinem Büro. Ja? Aber ich bin fest überzeugt, dass Mausi ihr Leben hier vor dem Rathaus in Kaltental lassen musste. Und wenn, was haben Sie davon? Ja, Meier, lesen Sie keine Kriminalromane. Danach klappern Sie die gesamte Nachbarschaft ab und fragen gefälligst jeden, ob er zufällig an diesem Tag was gesehen hat. Also, der Täter ist ein Mann, das wissen wir. Und die Tatwaffe ist ein Auto, wie man unschwer hier an dieser Reifenspur erkennen kann, die übrigens identisch mit Ihrem Reifen ist. Wie ich sage ja nur. Sie haben doch fast die gleichen und Millionen andere Autofahrer auch. Also jetzt hören Sie endlich mal auf, sich pausenlos querzulegen. Weil sonst machen Sie Ihre Karriere rückwärts. Was habe ich gehört? 9 Millionen? So laut, Mädchen, das Kind, komm. Was? 9 Millionen? Ja, aber das ist top secret, klar? Klar. Kannst du dich an den Ambesser erinnern?
Sein Vater hatte die Elektro-Großhandlung, da wo jetzt der Supermarkt ist und dieses Teppichparadies. Vage, warum? Ja, sein Sohn ist damals ausgewandert nach Amerika, seinerzeit. 9 Millionen hat er angeschäffelt, ja? Und die will er jetzt seiner Schwester vererben. Ja, und? Ja, jetzt kommt's. Seine Schwester ist damals so 13, 14 Jahre her mit dem Besitzer vom Akropolis nach Griechenland umgesiedelt. Yannis hieß der. Ja, genau. Und die Laban ist jetzt drauf und dran, ja, und setzt Himmel und Hölle in Bewegung, damit wir von der Behörde in Athen die Sterbeurkunde bekommen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Wieso ist die tot? Also wenigstens hat sie ihren deutschen Pass die letzten 8 Jahre nicht verlängern lassen. Also so viel habe ich schon rausgekriegt. Und dann ist sie in Athen nicht registriert unter ihrem Namen und im Telefonbuch steht sie auch nicht. Ja, vielleicht hat sie nochmal geheiratet oder sie ist umgezogen. Geheiratet bestimmt nicht. Sie war erst katholisch und ihr Laban war geschieden. Also falls die umgesiedelt sein sollten, würde ich das rauskriegen. Aber stell dir mal vor, 9 Millionen für die Gemeinde von Kaltenthal plus die Villa vom Ambesser da in Vogelsang, beste Lage. Da könnten wir doch die Nonnen einquartieren, falls die Gesundheitsbehörde das Klosterwasser für ungenießbar erklärt. Ja, und ich könnte dir für 9 Millionen Projekte zuschanzen, die bisher wegen Geldmangel von der Opposition torpediert worden sind. Wolfgang, Wolfgang. Ja, ich meine, das ist eine Zwischenlösung, ja? Bis die Sache mit dem Kongresszentrum perfekt ist. Also bis jetzt hat noch nie was geklappt, was du in die Wege geleitet hast. Weißt du, was ich dir rate? Spiel am Samstag Lotto. Da sind auch 9 Millionen im Jackpot und die Chancen bei Lotto sind höher als bei Lotte. Na, Herr Meier? Was gibt's Neues im Katzendrama? Ein Wahnsinn. Jetzt will er, dass ich Blutproben nehme und genetisch untersuchen lasse. Und die Haare. Was? Und das ist noch nicht alles. Ich soll alle Wohnungen und Läden in Sichtweite abklappern und Zeugen suchen. Wenn das so weiter... Grüß Gott, Herr Huber. Grüß Gott, Schwester. Wenn das so weitergeht, überführe ich mich noch selber. Er ist sowieso schon nah dran. Ich hab's Ihnen ja gesagt. Ehrlich währt am längsten. Aber das sage ich Ihnen. Wenn ich es je erlebe und Dienststellenleiter bin, dann kann der Herr sein blaues Wunder erleben. Wie du mir, so ich dir? Herr Meier, da stehen Sie doch drüber, oder? Ich will auch nicht heilig gesprochen werden wie Sie. Mir reicht eine Gehaltsaufbesserung und ein Posten, bei dem ich weniger auf der Straße rumrenne und mich mit gewissen Leuten anlegen muss. Na dann. Unscharf. But you speak English. Prima. Very good. Do you think you can fax me the death certificate? No problem. The number is 0049 for Germany. And then 5548339. This would be wonderful. Thank you very much. Wie? Auf Wiedersehen. Grüß Gott, Frau Laban. Wo ist denn der Herr Böller? Auf der Fraktionssitzung. Aber lange dauert das nie, weil nur er redet. War der Dr. Maltesius bei Ihnen? Ja, und er hat gesagt, dass er wenig Hilfe vom Bürgermeister erfahren habe. Das ist mir klar. Wöller möchte nämlich die 9 Millionen selber kassieren und seinem Freund Huber zuschanzen. Und wahrscheinlich wird ihm das auch gelingen. Hier kommt gerade die Sterbeurkunde von der Frau Ambesser aus Athen. Aus Griechenland? Ja, alles auf Griechisch, aber der Name stimmt und das Sterbedatum auch, 19.04.99. Wahrscheinlich verteilt Wöller gerade das Geld unter seinen Parteifreunden. Ein Schwein hat der Mann, das muss man ihm lassen. Gott zum Gruße, Schwester. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Gibt's was Neues, Frau Laban? Das ist gerade durchgekommen. Ah ja. Sie ist tot. Jawohl. 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 Bitte, Schwester. Vorhin steht ein Mann, der es geschafft hat, eigenhändig und sozusagen im Blindflug 9 Millionen für das Gemeindesäckel locker zu machen. 9 Millionen, Schwester. Das heißt, ich kann auf Huber pfeifen, die Gemeinde kauft das Kloster zu einem Preis, den ihre Obernonne einfach nicht ablehnen kann, weil ihr Laden finanziell nämlich aus dem letzten Loch pfeift. Sind Sie fertig mit Ihrer Selbstbeweihräucherung? Höre ich da einen leisen Unterton von Resignation? Das bin nicht ich. Was Sie da hören, ist Ihr schlechtes Gewissen. Was? Oder wie fühlt sich ein Mensch, der keine Hemmungen hat, Witwen und Waisen, um ihr Erbe zu betrügen? Frau Laban, Sie haben geplaudert. Ich habe kein Wort gesagt. Dr. Maltesius war bei uns im Kloster.
um über den Verbleib von Frau Ambesser zu recherchieren, da Sie seine Bemühungen hier torpediert haben. So, hat er das behauptet? Ja, das hat er. Aber ich kann Sie beruhigen, er ist fündig geworden. Schwester Felicitas kann sich nämlich noch sehr gut an Anna Ambesser erinnern. Ja und? Ich meine, sie ist tot und Tote können nicht erben. Aber Lebende und die Töchter oder Kinder von Toten. Kinder, lächerlich. Es gibt keine Nachkommen. Das haben uns die griechischen Behörden bestätigt. Stimmt's, Frau Laban? Wenn ich das Englisch von dem Griechen richtig verstanden habe, ja. Die Tochter von Frau Ambesser lebt ja auch gar nicht in Griechenland, sondern in Deutschland. Da sie nämlich in einer Klinik in Kaltental geboren wurde. Was? Ach ja, falls ich sie finden sollte, wird es mir ein Vergnügen sein, sie höchstpersönlich darüber zu informieren. Gelobt sei Jesus Christus. Moment! In Ewigkeit! Schwester! Herr, kommt noch mal! Schwester! Frau Laban, verbinden Sie mich sofort mit dem Verwaltungsdirektor der Klinik, ja? Und wenn Sie nicht auftreiben, irgendwo finden Sie ihn schon, ja? Eugen, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ja, und wie gesagt, ich will die Mailbox von meinem Handy ständig ab, falls irgendwas sein sollte. Was soll schon sein? Ich war über 4 Jahre Kindergärtnerin und mich kann nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Ja, ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich die beiden allein lasse. Ja, liegt wahrscheinlich daran, wenn man Vater und Mutter gleichzeitig sein will. Na dann, gute Reise. Danke. Und viel Erfolg. Ja? Nee, schon gut. Ich, bis morgen. Bis morgen. Guten Tag, Schwester. Entschuldigen Sie, ich war gerade in einer Besprechung. Grüß Gott, ich weiß eigentlich auch gar nicht, warum man Sie bemüht hat. Ich brauche nur eine Auskunft aus Ihrem Archiv. Da muss ich Sie enttäuschen. Aber die Daten sind absolut vertraulich und allenfalls den nahen Verwandten zugänglich oder den behandelnden Ärzten. Das Mädchen hat gar keine Verwandte. Und es handelt sich um eine Erbschaftsangelegenheit. In so einem Fall müssten wir ein Vormundschaftsgericht bemühen und das kann dauern. Außerdem ist die Sache 14 Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob wir die Unterlagen noch im Hause hätten. 14 Jahre? Wie kommen Sie darauf? Ich habe das gar nicht erwähnt. Ich dachte, Frau Schimmelpfennig hätte das erwähnt. Wie dem auch sei. Mehr kann ich zurzeit nicht für Sie tun. Und jetzt muss ich leider weiter. Guten Tag. Kann es sein, dass Herr Wöller Sie vielleicht angerufen hat? Herr Wöller? Was hat der damit zu tun? Ist schon gut. Ich weiß Bescheid. Rathaus Kaltental Labern? Ja, den Wolfgang bitte nochmal. Moment. Der Herr Bösendorfer für Sie. Verbinden Sie. War sie da? Allerdings. Und sie war nicht sehr begeistert, als ich sie wieder weggeschickt habe. Sehr gut. Hast du die Akte gefunden? Die ist nicht mehr bei uns. Die habt ihr. Wir? Ja. Als wir auf Computer umgestellt haben, wurden alle Akten, die vor 1992 anlagen, nicht mehr erfasst und bei euch auf den Speicher eingelagert. Also nicht alles, aber die wichtigen Dinge wie Geburtsurkunden und so weiter. Das höre ich aber gerne. Danke, Eugen. Okay, man sieht sich, Wolfgang, auf dem Golfplatz. Ciao. Herr Michels, ich bin's. Bei Ihnen im Archiv müssen die alten Patientenakten von der Klinik gelagert sein. Nein, nicht da. Die sind im Speicher dahinter. Genau. Gehen Sie bitte hin und suchen Sie alles raus, was Sie über eine Frau Anna Ambesser finden können. Jetzt fragen Sie nicht, machen Sie schon. Wenn was sein sollte, ich bin im Archiv. Ja, alles gut. Jetzt beeilen Sie sich. Sie müssen sie finden, bevor Wöller auftaucht. Er ist schon unterwegs. Was? Ja, dann sagen Sie halt, Sie können den Schlüssel nicht finden. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, wo der Schlüssel ist. Wöller darf die Akte auf gar keinen Fall in die Hände kriegen. Aber es bleibt dabei. Heute Abend nach Dienstschluss. Nein, wie stellen Sie sich das vor? So ganz schnell, ich bräuchte eine Akte, die vor 10 Jahren hier eingelagert wurde. Von der Klinik. Da war ich noch nicht hier. Und wieso Klinik? Jetzt red's nicht so lange. Los, stand's auf. Also legen wir los. Der Name ist Ambesser, Anna Ambesser. Sie fangen hier an und ich mache hier weiter, ja? Viel Anzeige. Wo
Frau Laban. Ja, hier. Frau Laban, ich brauche wieder mal Ihre Hilfe. Ich weiß Bescheid. Die Akte Anbesser ist bei uns. Und keine Angst, Wöller kommt da nicht dran. Ich habe Herrn Michels instruiert. Er tut so, als sei der Schlüssel vom Archiv verschwunden. Wöller ist im Archiv? Ja. Aber ich würde warten, bis er abgezogen ist, damit er sie nicht sieht und auf dumme Gedanken kommt. Ich pass auf. Sie sind ein Schatz, Frau Laban. Das sagt Herr Michels auch immer. Und langsam wird's mir unheimlich. Es ist ja schön, bewundert und ja angebetet zu werden, aber wie bringe ich ihm bei, dass da nichts läuft? Sagen Sie es ihm doch einfach. Das ist wie mit Süßigkeiten. Die soll man nicht essen und macht's dann doch. Was soll das heißen, Sie finden den Schlüssel nicht? So ein Schlüssel kann sich doch nicht in Luft auflösen. Aber ich sag Ihnen doch, ich bin erst seit einem Jahr hier und höre heute zum ersten Mal, dass bei uns Akten aus der Klinik sein sollen. Ja, Sie müssen in dem anderen Speicher sein. Es gibt kein anderes Archiv in diesem Haus. Und dann suchen Sie den verdammten Schlüssel, vielleicht ist er ja unten beim Hausmeister, und dann sagen Sie der Frau Laban Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Und noch etwas, sperren Sie das Aktenlager ab und lassen keinen rein ohne meine ausdrückliche Genehmigung, ist das klar? Jawohl, Herr Bürgermeister, keinen reinlassen ohne Ihre Genehmigung. Ja, wen haben wir denn da? Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ja. Das ist noch nicht zu fassen. Dieses Rindvieh! Herrgott, Sakrament. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, ja? Hallo, hören Sie mich? Ach, hör doch auf! Wie ist denn die Nummer von der Frau Laban? Wieso? Ach so. Gib sie mir her. Die Leitung ist tot. So, was gibt's doch? Kein Wunder. Mein Handy ist im Auto. Na, da liegt's gut. Meins auch. Das muss es sein. Es steht Klinik drauf. Toll. Und wo ist Wöller? Weg. Er hat nur gesagt, ich soll ihm Bescheid geben, wenn ich den Schlüssel gefunden habe. Und das habe ich hiermit getan. Und ansonsten kann ich nur sagen, Sie sehen wieder mal aus zum Verrücktwerden. Bitte nicht, Herr Michels. Was soll ich machen? Lügen? Nein. Na also. Und heute Abend hätte ich eine Überraschung für Sie. Naja, Ihr Mann ist doch auf Tour nach Reutlingen. Und da hätten Sie Zeit. Sagen Sie ja, Frau Laban. Was für eine Überraschung. Dann ist es ja keine mehr. Na was? Tanzen? Mit Ihnen? Tanzstunde? Psch. Sie haben mir doch erzählt, dass Sie gern Stunden nehmen möchten mit Ihrem Mann. Stimmt. Der aber keine Lust dazu hat. Stimmt auch. Und heute Abend fängt ein Kurs an. Mambo, Rumba, Cha-Cha-Cha. Bitte sagen Sie ja, Frau Laban. Ein Tänzchen in Ehren kann keiner verwehren, oder? Hallo! Wir sind hier oben! Eingesperrt! Das bringt doch nichts! Hier oben hört uns doch keiner. Machen Sie mal einen Vorschlag, wenn Sie mal alles besser wissen wollen. Naja, wir könnten zum Beispiel die Gelegenheit benutzen, um über die Erbschaft zu reden. Aua! Ich glaube, ich habe mir den Fuß verknackst. Aua. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Ach, was gibt es denn da zu klären? Ich meine, in dem Testament steht, dass die Gemeinde das Geld kriegt, wenn die Erben unauffindbar oder verstorben sind. Und genau das ist der Fall. Irgendwo in diesen Akten befindet sich die Geburtsurkunde von der Tochter von Frau Anbesser. Und vielleicht ja auch die Adresse der Pflegeeltern. Und dann haben wir eine Erbin und ihr steht das Geld nämlich auch zu. Ja, bitte, suchen Sie. Also ich habe nichts gefunden.
Was ist denn eigentlich hinter dieser Tür? Hinter der, also der Gerümpel und so ausrangierte Büromöbel, Kopierer und sowas alles, ja, ja. Und das soll ich Ihnen glauben? Ja, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben. Aber vielleicht versuchen Sie es mal mit Beten. Bei Ihren Beziehungen nach oben dürfte es doch kein Problem sein, dass uns hier jemand rausholt. Vielleicht hat uns ja auch der Herr, über den Sie sich gerade lustig machen, absichtlich in diese Lage gebracht. Denken Sie mal darüber nach. Hallo. Ist die Barbara da? Barbara! Sophie? Ich habe eben eine alte Dame besucht. Na, alles klar? Na, logisch. Wir haben Pfannkuchen gemacht zusammen zum Mittagessen. Und jetzt machen sie Schularbeiten, die zwei. Hast du Hunger? Ist noch einer da? Mit Apfelmus? Nee, danke. Komm. Ich zeig dir das Büro. Max ist ein toller Architekt. Vielleicht gewinnt er sogar die Ausschreibung in Berlin. Das da steht in München-Schwabing. Eine Bankfiliale mit Künstlerateliers oben drin. Und an der Ausschreibung in das Kongresszentrum hier wird er sich auch beteiligen. Und wer ist die Frau auf den Fotos? Die Mutter von Jakob und Rebecca. Sie war Rechtsanwältin. Sie haben sich auf der Uni kennengelernt und sie war seine große Liebe. Und jetzt willst du die Lücke füllen? Sag mal, spinnst du? Ich kenne dich doch, Barbara. Du willst doch immer jedem helfen. Und so ein Witwer mit zwei Kindern, da kannst du doch nicht Nein sagen. Also wenn du nur gekommen bist, um mich dumm anzumachen, dann geh lieber wieder. Bitte. Ist doch wahr. Und sowas denke ich doch gar nicht. Und er auch nicht. Er hat mir geholfen und jetzt helfe ich ihm. Das ist alles. Ist ja gut. Ich habe nichts gesagt. Eigentlich wollte ich dir nur die gute Nachricht überbringen, dass ich eine Wohnung für dich gefunden habe. Die Frau Weirich, die ich heute besucht habe, hat einen freien Platz im Seniorenwohnheim gefunden. Und ihre Wohnung wird zum 1.1. frei. Nebenan? Fast. Schräg gegenüber, zwei Häuser weiter in so einem Hinterhof. Da könnt ihr abends eine Kerze ins Fenster stellen. Du bist unmöglich, Sophie. Weißt du das? Ja. Schaust du sie dir trotzdem an? Na, logisch. Danke. Rebecca! Bist du fertig mit den Schularbeiten? Was hat sie gemeint mit Lücke füllen? Nichts. Sophie und ich sind alte Freunde und sie ärgert mich immer. Das hat nichts zu bedeuten. So, und wenn du willst, kannst du jetzt Elisabeth halten. Vorhin hat sie ja geschlafen und ich wollte sie nicht wecken. Komm, wir spielen was. Nein! Dabei wollte sie längst hier sein. Wir haben doch die Kontrolle vom Gesundheitsamt da. Schwester Lotte hat um 17 Uhr, wie sie wohl weiß, einen Termin bei der Mutteroberin. Und die hat extra Bischof Rossbauer dazu gebeten. Also sorgen Sie bitte dafür, dass sie auch erscheint. So schwer dürfte das ja wohl nicht sein für jemanden, der Karriere im Orden machen möchte, oder? Vorzimmer Reuter, Schwester Hildegard. Entschuldigen Sie, aber Ihre letzte Bemerkung, finde ich, ist doch etwas erläuterungsbedürftig. Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt. Aber bitte, mir ist nicht entgangen, dass Sie auf meine Berufung als Assistentin der Mutteroberin spekulieren. Und woher wollen Sie das wissen? Belauschen Sie etwa die Gespräche Ihrer Chefin? Darauf erwarten Hildegard. Sie sicherlich keine Antwort. Gelobt sei Jesus Christus. Hildegard! Schwester Hildegard! Verzeihung. Haben Sie Schwester Lotte erreicht? Nein, aber sie hat den Termin gestern Abend höchstpersönlich bestätigt. Danke, Sie können gehen. Es
ist nicht Schwester Lottes Art, einer Entscheidung auszuweichen. Und sie weiß doch auch, wie viel mir darin liegt, sie als meine Nachfolgerin zu sehen. Tja, was nun? Ich mache mir Sorgen. Irgendwas muss passiert sein. Aber ich möchte Sie nicht länger warten lassen. Eigentlich hatte ich ehrlich gesagt darauf spekuliert, mit Ihnen das Spiel Glasgow Rangers gegen Real Madrid anschauen zu dürfen. Das ist heute? Aber ja. Da können Sie mal sehen, wie mich das ganze Theater mit dem Vatikan völlig aus dem Tritt bringt. Schwester Hildegard, stellen Sie bitte umgehend fest, welcher Sender das Spiel Glasgow Rangers gegen Real Madrid heute Abend überträgt. Sie werden mir fehlen in Rom. Sie mir auch. Warum haben Sie dann meine Berufung in den Vatikan nicht elegant sabotiert? Die Versuchung war groß. Aber Gott wird schon wissen, warum er Ihnen diese Verantwortung übertragen hat. Und wenn überhaupt, dann müssen Sie das mit ihm klären, nicht ich. Wo wird das sein? Wahrscheinlich im Ochsen, wie üblich. Da habe ich doch schon angerufen. Und in der Firma war er auch den ganzen Tag nicht. Aber ich habe seinen Wagen vom Fenster aus gesehen und den von Schwester Lotte auch. Ja, dann ist doch alles klar. Die hocken wahrscheinlich in irgendeinem Lokal in der Nähe und halten Händchen. Ach, Blödsinn. Wenn überhaupt, dann hat er sie erwürgt und ist auf dem Weg nach Südamerika. Oder umgekehrt. Ach was. Ich habe Feierabend. Das werde ich meinem Chef hinterher spionieren. Und außerdem wäre es ja nicht das erste Mal, dass er sich vor einer Gemeinderatssitzung drückt. Vor allem, wenn er nicht ans Geld drankommt. Na gut, nach uns die Sintflut. Lassen Sie uns das Tanzbein schwingen. Es hören Sie schon endlich auf. Außerdem sind diese Akten vertraulich. Tja, sieht ganz so aus, als müssten wir diese Nacht hier oben gemeinsam verbringen. Es muss doch irgendjemandem auffallen, dass unsere Autos noch da unten stehen. Na und? Die werden allenfalls denken, dass wir nach der Gemeinderatssitzung immer noch im Clinch sind miteinander. Ich bin ja oft so bis 9, 10 Uhr im Büro und arbeite den Schrott auf, der sich angesammelt hat. Gott, was würde ich jetzt für ein Bier geben? Was rede ich denn also? Ein Kastenbier, ja. Und eine Schlachterplatte aus dem Ochsen. Wenigstens haben wir Wasser. Übrigens, Abspecken täte Ihnen ganz gut. Also ich finde, für mein Alter habe ich mich ganz passabel gehalten. Was machen Sie denn da? Ich baue mir ein Bett. Weil ich keine Lust habe, auf dem kalten Boden zu schlafen. Ganz schön ausgeschlafen. Kommen Sie. Nein. Das hier wird ein Einzelzimmer. Sie können sich ja da drüben gemütlich machen. Entschuldigung, wollte nicht zu nahe treten. Also eins steht fest. Morgen werden hier einige Köpfe rollen. Als erstes fliegt diese Knalltüte von einem Archivar, ja? Der hat bei mir sowieso verschissen, seit er meine Frau Labern angebackert hat. Und die ist ja auch völlig gaga, ja. Putzt sich raus, wäre ein liebes, toller Maikäfer. Und ich dachte schon, ja, die wollte mich anmachen. So, aber damit ist jetzt Schluss, ja. Und als nächstes fliegt der Hausmeister. Also die Toiletten hier oben, die sind ja seit Monaten nicht mehr geputzt worden. Toilettenpapier ist auch keins da. Ganz zu schweigen von dem Telefon, was nicht funktioniert. Also Schlampereien, ja, hasse ich wie die Pest. Meine Ex-Frau war genauso, ja. Die hat immer nur da geputzt, wo man es gesehen hat, ja. Alles andere ist vergammelt. So. Ah. Glauben Sie wirklich, da hört einer zu, wenn Sie Ihre Gebetsmühle laufen lassen? Nein, ehrlich, ich meine, Sie sind doch eine ziemlich intelligente Frau. Und so wie Sie aussehen. Ich meine, Sie hätten ja, weiß Gott, was alles werden können. So mit 20, 25 Jahren. Und die Kerle müssen doch wie verrückt nach Ihnen gewesen sein. Herr Wöller,
Ja, es tut mir in der Seele weh, zu sehen, wie Sie, eine Frau, in so einer Kutte unter Wert gehandelt wird. Würde es Sie beruhigen, wenn man mir anbieten würde, den Job der Mutteroberin zu übernehmen? In München? Sie? Also ehrlich, Schwester, also nie im Leben. Warum denn nicht? Wo ich Ihrer Meinung nach so talentiert und intelligent bin. Sicher. Aber da gehört mehr dazu, Schwester. In dieser Etage, ja, da geht es zu wie in der Politik. Da gelten andere Regeln. Und Sie mit Ihrem Ehrlichkeitsfilm, Gerechtigkeitswahl etc. Nein, nehmen wir mal diese 9 Millionen. Also Ihre Mutteroberin würde ohne mit der Wimper zu zucken dankend das Geld nehmen und eine Messe lesen lassen für die verstorbene Erbin. Nicht jeder ist so skrupellos wie Sie, Herr Wöller. Also, Schwester, das tut wirklich weh. Ja, meinst du nicht auch, es wäre für mich angenehmer und erfreulicher, ja, ich könnte diesem armen Waisenkind einen Scheck von 9 Millionen in die Hand drücken und könnte mich feiern lassen von der Presse als Retter der Enterbten. Warum tun Sie es denn nicht? Ja, weil ich es mir nicht erlauben kann. Als Bürgermeister muss ich das Wohl aller im Auge behalten und notfalls mit allen Mitteln durchsetzen. Und diese 9 Millionen kriegt die Gemeinde und nicht Sie oder irgendwer. Gute Nacht. Ja, schon recht. Gute Nacht. Und immer noch nicht. Nein! Wo wurde Schwester Lotte denn zuletzt gesehen? Im Rathaus. Und der Wagen steht auch noch da. Aber da ist niemand mehr und alles ist abgesperrt. Hilft ja nur noch eins, die Polizei. Die Polizei? Wir können doch nicht warten, bis die Polizei kommt. Wir müssen jetzt was unternehmen. Was hat die Schwester heute denn zuletzt im Rathaus zu tun? Sie wollte irgendeine Akte im Archiv holen. Also, Archiv. Xx. Schlafen Sie? Nein. Wie auch? Wenn ich es schaffen sollte und Gott meine Gebete erhört und wir hier rauskommen, verzichten Sie dann auf das Geld, wenn ich die rechtmäßige Erbin finde? Wenn ein Engel auftauchen sollte und die Tür aufschließt, warum nicht? Aber eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr oder der Papst wird evangelisch. Hallo? Wer ist da? Wir sind hier! Hallo! Wie schön. Zwei Engel. Herr Wöller, wie konnte das passieren? Das frage ich Sie. Morgen werde ich einen Untersuchungsausschuss bilden und herausfinden, wie es zu diesem Wahnsinn überhaupt kommen konnte. Gute Nacht. Der beruhigt sich schon wieder. Dankeschön. Sie wissen gar nicht, was Sie damit bewirkt haben. Haben Sie einen Schlüssel fürs Archiv? Na, dann wollen wir mal. Wissen Sie wieder mal mehr als ich? Haben Sie etwa gelauscht? Herr Doktor, hier ist Schwester Lotte. Stellen Sie sich vor, ich habe Sie gefunden. Das Mädchen heißt Regine und Ihre Pflegeeltern wohnen hier in Kaltental. Hätten Sie denn was zum Schreiben da? Ich
Ich bin sicher, Sie haben für alles eine plausible Erklärung parat, aber die interessiert mich im Augenblick herzlich wenig. Ich hoffe nur, Sie haben Zeit gefunden, sich meinen Vorschlag zu überlegen und sind zu einer Entscheidung gekommen. Ja, das bin ich. Und? Mütter überschätzen ihre Kinder gerne. Ich bin bei weitem nicht so gescheit und begabt wie Sie. Und das, was Sie für meinen Vorzug halten, ist genau der Grund, weshalb ich niemals fähig sein werde, die Härte und die Opfer aufzubringen, die man in ihrer Position braucht. Und deshalb möchte ich Sie inständig bitten, mir diese Verantwortung nicht aufzuerlegen. Warum Sie das Mädchen ins Heim abgeschoben haben, haben Sie ihnen aber nicht gesagt. Ehrlich gesagt habe ich keinen Wert darauf gelegt, mich mit diesen sogenannten Pflegeeltern länger als nötig auseinanderzusetzen. Waisenkind wird Millionärin. Das ist ja wie ein Märchen. Wollen wir hoffen, dass sie überhaupt noch da ist. Sein, wenn ihr überhaupt was zu essen kriegt. Millionen von Kindern verhungern weltweit. Die wären froh, wenn sie trockenes Brot hätten. Besuche sind grundsätzlich anzumelden und finden von 14 bis 16 Uhr statt. Wir hätten das sehr gerne gemacht, wenn in Ihrem Sekretariat jemand den Hörer abgenommen hätte. Mathesius. Und das ist Schwester Lotte. Rechtsanwalt? Wir suchen eine gewisse Regine Ambesser. Ist sie noch bei Ihnen? Was hat sie denn jetzt schon wieder angestellt? Nichts. Aber wir möchten Sie gern sprechen, wenn Sie das freundlicherweise ermöglichen könnten. Um was handelt es sich? Ich bin nicht befugt, darüber Auskunft zu geben. Aber wenn Sie es wünschen, komme ich sehr gerne mit einer vormundschaftlichen Genehmigung wieder. Regine fällt es sehr schwer, sich an die Regeln bei uns zu gewöhnen und ist deshalb von den gemeinsamen Mahlzeiten ausgeschlossen. Was heißt das? Sie kriegt nichts zu essen? Aber nein. Nur keinen Nachtisch. Regine, Besuch für dich. Aber nur 10 Minuten, wenn ich bitten darf. Das liegt im Ermessen von Dr. Maltesius. Und wenn Sie so freundlich werden, mir die Akte des Mädchens rauszusuchen. Personalausweis und so weiter. Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Guten Tag, Regine. Ich heiße Heribert Maltesius und ich bin im Auftrag deines verstorbenen Onkels hier. Onkel? Ich habe gar keinen Onkel. Doch, in Amerika. Aber er ist verstorben. Dass deine Eltern nur deine Pflegeeltern waren, das weißt du ja sicher. Ja. Und wer deine leibliche Mutter war auch? Sie hieß Anna Ambesser. Und so wie es aussieht, hat sie dich nicht vergessen im Himmel. Sie hat dir genügend Geld hinterlassen, dass du nicht mehr länger hier in diesem Heim leben musst. Wir werden sicherlich was Schöneres für dich finden. Und Dr. Maltesius wird für dich als dein Vormund dein Geld verwalten. Na, was sagst du dazu? Du kannst es ruhig glauben. Was hältst du davon, wenn wir irgendwo eine Kleinigkeit essen gehen und ich erkläre dir alles? Ich habe Stubenarrest. Das erlaubt die Wimma nie. Das geht doch nicht. Also einen Grund müsste sie mir schon nennen, Herr Doktor. Sonst kann ich das unmöglich erlauben. Hast du was dagegen, wenn ich es dir sage?
Fräulein Ambesser hat 9 Millionen Dollar geerbt. Und Sie gewöhnen sich besser an den Gedanken, dass sie nicht mehr allzu lange in Ihrer Obhut sein wird. 9 Millionen? Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Doch, das gibt es. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Als Tagesessen. Bring mir einen Salat und Mineralwasser. Ach so? Ja, bin auf Diät. Bitte, wie du willst. Herr Müller, möchten Sie sich nicht zu uns an den Tisch setzen? Wir haben das Mädchen gefunden. Nee, lieber nicht. Weil sonst überlege ich mir das vielleicht noch anders und fechte die ganze Geschichte an. Jetzt seien Sie doch nicht so. Naja, morgen kommt der Bericht vom Gesundheitsamt. Und dann sind Ihre Tage gezählt, weil ohne Seminar und ohne Schnapsverkauf geht ja gar nichts. Ja, dann machen Sie sich schon mal auf einen schönen Prozess gefasst. Bitte, jederzeit. Bitte schön. Ach, Salat und Sprudel. Ja. Könnte das vielleicht mit meiner Bemerkung von gestern etwas zu tun haben? Ich esse mittags immer nur eine Kleinigkeit. Na dann, guten Appetit.